Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zur Nachmittagssession auf der Bühne 2. Wir haben heute zwei ganz interessante Vorträge zum Thema Processing, und zwar überwiegend mit QGIS und PostGIS. Und zwar, es geht beides mal thematisch um was Ähnliches, um Bauzonenreserven in der Schweiz und um Baulücken in Deutschland. Also da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Als ersten Vortragenden freue ich mich, den Andreas Neumann vom Kanton Solothurn zu begrüßen. Er ist kein Unbekannter in der Szene. Er ist beim QGIS-Org-Projekt. QGIS-Projekt ist ein Leading Board und im PSC und kümmert sich da um die nicht wichtige Sache der Finanzen. Und natürlich bei der Swiss User Group ist er auch im Vorstand. Und in seinem normalen Alltag arbeitet er als Projektleiter am Amt für Geoinformationen im Kanton Solothurn. Also Andreas, dann übergebe ich mal das Wort an dich und ich freue mich auf deinen interessanten Vortrag. Ja, hallo miteinander. Hört ihr mich gut, oder? Ich habe jetzt kein Feedback, ob ihr mich hört. Ich höre dich. Ah, sehr gut, danke. Also in meinem Vortrag geht es um einen komplexeren Analyseablauf, den ich zuerst als Rapid Prototyping in QGIS gemacht habe und später für die produktive Version in PostGIS. Und zwar geht es um Bauzonenstatistik respektive Reserven im Kanton Solothurn. Das Ziel vom Projekt war es, das Ausscheiden von bebaubaren Flächen innerhalb der Bauzonen auf Basis von Daten der amtlichen Vermessung und der Raumplanung Nutzungszonen. Und zwar haben wir zwei Varianten berechnet. Eine Variante hat die Bauzonengrenzen als Hindernis berücksichtigt, in der Annahme, man kann nicht über Zonengrenzen hinwegbauen. Das geht in der Regel nicht. Und die zweite Variante hat zusätzlich zu diesen Bauzonengrenzen als Hindernis auch die Liegenschaftsgrenzen als Hindernis gerechnet. In der Annahme, dass es oft schwierig ist, benachbarte Parzellen mit vielen Eigentümern zusammenzulegen. Das ist nicht auszuschließen natürlich, dass es klappt, aber es ist oft eben in einer Variante ein Hindernis. Und zwar wollte man von diesem Katasterplan hier, der die wesentlichen Daten für die Analyse beinhaltet, diese Unterscheidung hinkriegen. Jetzt sieht man, glaube ich, nur einen Teil des Bildschirmes. Ich gehe nochmal zurück. Ja, jetzt. Wollte man diese roten Flächen und die grünen Flächen, die roten sind bereits überbaute Flächen und die grünen sind innerhalb der Bauzonen gepuffert nach innen. Das sieht man hier sehr schön auch. Sieht man meinen Mauscursor? Oder? Weiß nicht. Egal. Es hat hier gepufferte Flächen innerhalb der Zonen, aber hier jetzt die Variante, dass verschiedene Liegenschaften auch zusammengelegt werden können hier. Und jetzt im weiteren Ablauf des Vortrags werde ich zeigen, wie wir zu diesen Resultat gekommen sind. Die gewünschten Projektresultate war einerseits ein flächendeckender Layer aller Siedlungsflächen, also außerhalb der Siedlungsflächen haben wir nicht berücksichtigt, und dann für jede der zwei Varianten die bebaubaren und nicht bereits bebauten Flächen ausweisen. Dann ging es darum, einen Parzellenlayer zu haben, wo man für jede einzelne Parzelle drei Stati hat, bereits voll überbaut, völlig unbebaut oder teilweise bebaut. Und dann wollte man als drittes eine aggregierte Sachdatentabelle, wo man aggregiert nach Gemeinde und Nutzungszone die Flächen ausgewiesen hat, bebaut und nicht bebaut. Dann sollte das Ganze auch im WebGIS publiziert werden. Und das Letzte ist noch eine Bundesstatistik. Da werden von jedem Kanton aggregiert die Zusammenfassungen an den Bund weitergeleitet, dass die dann die aggregierte Statistik für das ganze Land machen können. Das ist jetzt die aggregierte Tabelle. Da sieht man jetzt zum Beispiel für die Gemeinde Önsingen in jeder Nutzungszone für alle Varianten die Quadratmeter, aber auch Prozent bebaut, nicht bebaut.
Wir haben natürlich auch ein Datenmodell gemacht. Das ist sehr, sehr einfach, ohne Relationen. Das sind die Resultate. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber das gibt es auch. Da komme ich zu den Eingabedatensätzen, die wir verwendet haben. Natürlich die Gemeindegrenzen, die Liegenschaften, optional für nur die eine Variante. Die andere sind die nicht nötig. Dann die Gebäude aus der amtlichen Vermessung, Bodenbedeckung. Da haben wir gefiltert auf mindestens 25 Quadratmeter. Kleine Gebäude geht man davon aus, dass die relativ einfach auch abreißbar sind und einem Neubau weichen können. Dann die projektierten Gebäude, die ohnehin schon im Bau sind, die werden auch als Ausschlusskriterium genommen. Und dann Einzelobjekte, Flächenelemente, das sind so Dinge drin wie Garagen, Unterstände und so weiter. Die Verkehrsflächen hat man verwendet, aus der Bodenbedeckung, Straße, Weg. Und aus der Raumplanung waren die Grundnutzungszonen die Eingaben, also Wohnzone, Gewerbezone, Industriezone und so weiter. Dann ist es gewünscht, dass die Statistik einmal im Monat gerechnet wird, automatisiert über einen Gretel-Job. Gretel ist bei uns so ein Datenprozessierungs- und Aktualisierungssystem auf Java-Basis, das mit Jenkins integriert ist, das zeitgesteuert oder eventgesteuert oder manuell ausgelöst werden kann. Und dann gibt es für jeden Job Starti, ob erfolgreich und so weiter. Dann soll es auch möglich sein, einzelne Gemeinden selektiv neu zu rechnen, wenn vielleicht gerade eine Zonenrevision war. Und dann soll es auch einmal jährlich historisiert werden, damit man Jahresstände vergleichen kann. So, dann möchte ich den ganzen Analyseablauf erklären. Da in Blau sind die Eingabelayer, in Hellblau der optionale Liegenschaftslayer. Die hat man dann gefiltert nach der BFS-Nummer, das ist unsere Gemeindenummer in der Schweiz, damit man das selektiv für einzelne Gemeinden machen kann. Bei den Gebäuden und projektierten Gebäuden hat man dann auch die Mindestgrößen gerechnet und auch bei den Einzelobjekten diese 25 Quadratmeter. Dann bei den Nutzungszonen hat man die Polygone zu Linien aufgesplittet, damit man um die Grenzen herum buffern kann. Also nicht nur um die Polygone, sondern auch um die Grenzlinien. Dann zeitgleich, also parallel dazu hat man auch das Siedlungsgebiet aufgelöst, alle angrenzenden Zonen, und leicht nach außen gebuffert, damit man einen Filter hat für das Siedlungsgebiet. Dann ist die Idee, dass man die Gebäude auf das Siedlungsgebiet filtert und zuerst mit einem positiven Buffer, einer gewissen Anzahl Meter, nach außen buffert und mit einem negativen nach innen. Mit der Idee, dass man so zum Beispiel so Innenhöfe wegkriegt, wenn man zuerst mit dem größeren Wert nach außen buffert und wieder nach innen. Und so hat man auch die Abstände um die Gebäude berücksichtigt. Das Gleiche macht man dann, oder etwas Ähnliches macht man auch mit den Einzelobjekten. Da mache ich nur den positiven Buffer. Bei den Verkehrsflächen, weil das Polygone sind, Straßen, die oft weit über das Siedlungsgebiet hinausgehen, hat man die geklippt auf Siedlungsgebiet und auch Buffer drum gerechnet. Also, weil man nicht ganz an die Straße heranbauen darf. Und bei den Liegenschaften, die ja optional sind, hat man das auch wie bei den Nutzungszonen Polygone zu Linien extrahiert, damit man um die Liegenschaftsgrenzen buffern kann. Und alle diese Resultate zusammen werden dann gemerged und ergeben mir dann die nicht überbaubaren Flächen. Also auf denen kann ich garantiert nicht bauen, oder? Das ist aber noch nicht fertig. Dann machen wir Differenzbildung, Siedlungsgebiet, und die nicht überbaubaren Flächen, das gibt mir dann die überbaubaren Flächen, potenziell überbaubare Flächen. Da habe ich dann immer noch relativ viele Artefakte drin. Also zunächst einmal, weil das ein riesen Multipolygon ist, zerlege ich das in die Einzelflächen. Dann entferne ich Kleinstpolygone unter 200 Quadratmeter, weil ich sage, da kann ich nichts Sinnvolles bauen.
dann mache ich nochmal einen Negativ-Positiv-Puffer für diese potenziell überbaubaren Flächen mit dem Zweck, dass ich Spickel und sehr schmale Polygonbereiche wegbringe. Also ich zeige dann noch grafisch zwei, drei Beispiele, wo man die Resultate da sieht. Also in dem Fall mache ich nicht positiv-negativ, sondern zuerst negativ und dann positiv. Dann habe ich immer noch das Problem, dass ich zwar Flächen habe, die eine relativ große Fläche haben, aber die vielleicht so ein Bananenpolygon geben, überall relativ dünn ist. Und die kann ich wegfiltern, indem ich Pole of Inaccessibility mache. Das passt mir die ins Polygon einen Zentrumspunkt ein und dann einen maximalen Radius, der in den Polygon passt. Also ein maximal großer Kreis wird da reingepasst ins Polygon. Und da habe ich jetzt mal den Filter auf 10 Meter Durchmesser gesetzt. Alles, was darunter ist, fällt auch noch raus aus den potenziell bebaubaren Flächen. Dann habe ich ja diese potenziell bebaubaren Flächen ziemlich manipuliert, Kleinstflächen weg, Flächen verändert. Das heißt, ich muss nochmal eine Differenzbildung machen, um wirklich die finalen Flächen zu kriegen. Und am Schluss muss ich noch die finale Flächenberechnung machen und ein Spatial Join, um wieder die Nutzungszonen wieder dran joinen zu können. Dann die Resultate, habe ich diesen flächendeckenden Layer mit bebaut, unbebaut. Und dann kann ich aggregieren auch natürlich, damit ich die Gemeinderesultate bekomme. Jetzt hier sieht man mit den blauen Pfeilen, dass da gewisse spitze Spickel, also sehr spitze Winkel durch negativ-positiv wegfallen, Buffer. Und auch bei den roten Pfeilen sieht man, dass so Spickel von sehr schmalen Polygonbereichen, die aber auch weggepuffert werden durch Negativ-Positiv-Puffer. Ich tue da ein paar Mal hin und her schalten. Man sieht hier zum Beispiel bei den roten Pfeilen, dass da, ich gehe nochmal zurück, dass da Spickel wegfallen oder auch nicht. Ja, da gibt es irgendwie Update-Probleme. Entschuldigung. Ja. Also hier nochmal vor negativ-positiv-Puffer und hier nach. Da sieht man gewisse spitze Winkel, die wegfallen und sehr schmale Polygonbereiche. Dann als nächstes sieht man hier den Effekt der Pole of Inaccessibility. Da werden eben größtmögliche Kreise eingepasst und die roten kleinen Kreise, die fallen dann weg, die Flächen. Und in der finalen Variante in PostGIS heißt der Algorithmus ST Maximum in Scribe Circle. Und da gibt es aber erst seit PostGIS 3.1 und Geos 3.9, also alles ziemlich cutting edge. Dann hat natürlich die Wahl der Mindestflächen und des Radius Pole of Inaccessibility ziemlich Einfluss, was jetzt da bebaubar wird und was nicht. Da zeige ich hier noch, dass eine relativ kleine Anpassungen dieser Schwellwerte relativ große Effekte hat, indem eben noch grüne Flächen dazukommen, wenn ich die Werte entsprechend hier anpasse. Oder? Ja. So, hier sieht man, wie das Modell in Cookies aussieht. Relativ kompliziert, nicht allzu übersichtlich. Ich muss hier dazu fügen, das wurde auch in Cookies 3.10 gemacht und da gab es noch nicht die Möglichkeiten zu kopieren und farblich zu gestalten. Das kam erst mit 3.14 hinein. Die verwendeten Algorithmen, ich lese die jetzt nicht alle runter. Es gibt Algorithmen zur Geometriereparatur, weil nicht alle Eingangsgeometrien sauber waren. Zwischendurch musste man auch mal reparieren. Dann Delete Holes, Buffer, Union Difference, Clip, Dissolve, die kamen alle drin vor in der Analyse. Und eben Geometrien in Multipart, von Multipart zu Singlepart auflösen, Polygone zu Linien. Und eben am Schluss dieses Pole of Inaccessibility, der auch relativ wichtig war. Spatial Joins natürlich. Und noch so Dinge wie Feature Filter, Refactor Fields, Merge und Aggregation. Also kam eine ganze Reihe von Algorithmen vor in Cookies Processing. In 3.14
gab es dann die Möglichkeit, hier zu kopieren, wie man hier in der Vorschau sieht. Und es gab ganz viele Verbesserungen, die mir das Leben einfach gemacht hätten, wenn ich es in 3.16 gemacht hätte, die Analyse. Also da wurde Cookies auch relativ stark verbessert. Aber die produktive Umsetzung wurde ohnehin mit SQL gemacht. Und hier sieht man die PostGIS-Funktionen, die in der Analyse verwendet wurden. ST-MagValid, Geometriereparatur, dann ST-Area, Buffer, Intersection, Difference, Union, Dump und so weiter. Ich lese auch hier nicht alles runter. ST-Maximum in Scribe Circle, das ist das Äquivalent zu Pole of Inaccessibility in Cookies. Und dann habe ich noch so eine Zusatzfunktion, die ich gefunden habe, in PSQL, die Spike Remover verwendet, um so spitze Winkel wegzukriegen. Natürlich ST-Intersects für räumliche Relationen. Und dann gab es noch SQL-Techniken. Vor allem sehr wichtig war das CTE oder Common Table Expressions, wo man die SQL-Statements hintereinander kopieren kann, sodass es am Schluss einfach ein riesiges SQL-Statement gibt. Dann sehr wichtig auch SQL-Union, nicht zu verwechseln mit dem ST-Union von PostGIS. Und auch natürlich Werfilter. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass GEOS 3.9 sehr starke Verbesserungen für Analysen bringt. Insofern, dass man da mit bestimmten Grid-Size-Parametern rechnen kann, die eine Geometriepräzision darstellen, also dementsprechend. Zum Beispiel kann ich bei ST-Intersection hier Geometrie A, B und der dritte Parameter hier ist in Map-Units die Genauigkeit, mit der ich rechnen will, also hier in Millimeter. Bisher vor GEOS 3.9 konnte ich das nicht. Das hat immer mit den 8 Nachkommastellen gerechnet. Viel zu genau eigentlich. Was auch wieder zu Problemen geführt hat. Das ist in GEOS 3.9 viel besser. Außerdem ist diese Overlay-NG-Branch sehr viel robuster und schneller für sämtliche Geometrieoperationen. Also ich empfehle allen, die demnächst Postgres aktualisieren wollen oder auch nicht, die 3.1 und PostGIS 3.1 und GEOS 3.9 ans Herzen zu legen. Das ist wirklich ein tolles Upgrade. Hier sieht man auch den Effekt dieser Grid-Size-Parameter in Animation. Natürlich viel zu extrem, aber... Und kommen wir zur letzten Folie. Das Fazit: Vor- und Nachteile Cookies versus PostGIS. Ich finde, der Graphical Modeler von Cookies oder auch FME, das ist da äquivalent zu brauchen, gut für Rapid Prototyping. Man kann auch gut kommunizieren mit Leuten, die SQL nicht können, also die im Projekt da mitmachen oder nicht lernen wollen. Und die Zwischenergebnisse in Cookies, die haben leider manchmal empty oder invalid Geometrien erzeugt, musste ich oft mal Reparaturschritte zwischenhängen. Da hätte ich jetzt erwartet, dass Cookies, und ich denke, da gibt es Verbesserungspotenzial in Cookies, dass die eigentlich sicherstellen, dass ich am Schluss immer valide Geometrien habe, dass die das automatisch für mich aufräumen und nicht ich als User noch aufräumen muss zwischendurch. In PostGIS 3.1 und GEOS 3.9 kam mir das Ganze robuster vor als in Cookies, wobei ich habe da ein bisschen Apfel mit Birnen verglichen, weil in Cookies hatte ich eben das ältere GEOS und nicht das neue GEOS. Also da wird Cookies auch profitieren vom neueren GEOS. Aber man kann sicher sagen, dass PostGIS sehr viel performanter ist. Da redet man von Faktor 5 bis 10, dass PostGIS schneller ist als Cookies, weil ich eben viel besser Algorithmen kombinieren kann in PostGIS. Und in Cookies gibt es ganz viele einzelne Transformatoren, die hintereinander gereiht werden mit sehr viel Zwischenlayern, Zwischenergebnissen. Also für eine produktive Version kann ich wirklich sagen, ist PostGIS für uns die bessere Lösung als Cookies. Und für mich als SQL-Liebhaber kann ich sagen, dass für mich das auch fast übersichtlich ist in SQL-Code als die grafischen Modelle. Man kann Kommentare anbringen mit dem CTE, kann man das schön hintereinander rein und so weiter. Und SQL-Code ist auch besser in GitHub zu versionieren. Bei uns ist es eben auch sehr gut mit Jenkins zusammen steuerbar. Ja, das wäre schon das Fazit. Wahrscheinlich ist die Zeit ist eh ohnehin vorbei. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
Ja, Andreas, vielen Dank für deinen interessanten Vortrag. Ich schaue dann mal, was da so an Fragen aufgekommen ist. Nicht wirklich viel. Ich glaube, du warst einfach sehr präzise in deinen Ausführungen. Das Auditorium hat wahrscheinlich alles verstanden. Dann frage ich dich mal, also du hast ja kurz erwähnt, dass GEORS auch Bestandteil von QGIS ist. Das haben wir ja auch in der neuesten Version gesehen, dass da jetzt auch diese Overlay-Funktionen da sind. Und die basieren ja auch auf diesen GEORS-Funktionen. Weißt du denn, welche aktuelle Version da gerade in QGIS verbaut worden ist? Das hängt natürlich vom Betriebssystem ab. Und ich glaube, in aktuellen Windows ist immer noch die ältere GEORS-Version drin, soviel ich weiß. Ja, und dann habe ich ja auch gesehen, also ich berichte immer regelmäßig über die Neuerungen in QGIS und in der 3.16er-Version, die du gerade selbst irgendwie ins Spiel gebracht hast, da gab es ja wahnsinnig viele Verbesserungen. Und auch einige, die sind ja vom Kanton Solothurn bezahlt worden, wie zum Beispiel die Main-Angle-Funktion. Ja. Kommt das aus diesem Projekt dann auch raus oder wie kommen dann so Finanzierungen bei QGIS dann von eurer Seite zustande? Ja, das war nicht direkt in dem Projekt, aber da ging es darum, zum Beispiel Kartografiefunktionen zu verbessern, dass man Schraffuren von Gebäuden machen kann oder so. Da war das Main-Angle. Oder Beschriftungen. Ja, automatische Beschriftungen. Aber ja, wir haben auch das ST-Make-Valid da noch verbessern lassen in PostGIS. Das ist jetzt nicht in QGIS, sondern in PostGIS, weil wir hatten Geometrien, wo so null Koordinaten in dem Geometriestring vorkamen, auch etwas sehr Exotisches. Das hat uns dann der Sandro Santilli verbessern lassen. Aber es ist dann auch in PostGIS 3.1 drin, ja. Aber ja, wir finanzieren immer wieder noch Verbesserungen kleiner Reihe. Ja, das ist auch immer super, gell, wenn das dann so aus Projekten kommt, weil das ja dann viele auch brauchen. Ne? Und wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, so wie du es auch gerade geschildert hast, dass es natürlich viel besser ist, das Prototyping in QGIS zu machen. Da kann man schnell mal noch Änderungen und dann auch überprüfen, ob das Gesamtergebnis gut ist. Und dann am Ende geht man dann halt auf die Datenbankseite. Wahrscheinlich auch wegen der Performance bei euch, oder? Wenn ihr das. Ja, richtig. Und bei uns sind eigentlich alle Prozesse Gretel und PostGIS basiert. Also das ist unser Standard. QGIS ist da für das automatische Prozessieren eigentlich nicht vorgesehen bei uns im Kanton. Ja gut, ich glaube, es sind keine weiteren Fragen aufgetaucht. Dann haben wir jetzt, glaube ich, eine kurze Pause, wenn ich das richtig sehe, bis 14:30. Falls jemand noch die SQL-Abfrage sehen will, kann ich nochmal meinen Bildschirm teilen. Und es wird dann in GitHub auch verfügbar sein. Möchte es noch jemand sehen, oder? Ja, zeig doch mal, das fände ich interessant. Ja, also share my screen. Sagen wir mal die Beaver. Seht ihr das, die Beaver? Ja. Ja. Genau, also hier sieht man diese Common Table Expression. Das allererste selektiert mir die Gemeinde, da gebe ich einfach die BFS-Nummer hinein für den Filter. Und dann sieht man immer, dass da mehrere Statements hintereinander gereiht sind, immer da mit den Klammern und Kommen getrennt. Also zum Beispiel als nächstes, sieht man das, oder? Ja, man sieht es. Und dann kommt hier zum Beispiel der Input der Gemeindegeometrie, dann kommen da die Gebäude hinein. Und bei den Gebäuden kann man gleich auch ein Union machen, gleich einen Buffer, mehrfach verschachtelten Buffer. Da sieht man, dass man halt in SQL das viel besser verschachteln kann. Das, nur schon der Teil mit den Gebäuden, das wäre in QGIS irgendwie 5 bis 10 Transformer hintereinander, oder was hier in einem SQL-Statement verpackt wird. Oder. Dann kommen die Einzelobjekte, Liegenschaften, Nutzungszone. So, Dissolve ist in ist ein ST-Union in PostGIS. Ja, da kommen so Dinge wie Dumprings, dann kommt dieses Spike-Remover hier und das Maximum in Scribe-Circle. Und dann sieht man hier auch immer die, zum Beispiel im ST-Union, dass ich hier auch schon diese Grid-Size-Parameter verwendet habe, auf Millimeter gerundet. Oder? Ja. Ja. Ja, super. Vielen Dank, Andreas, für den interessanten Einblick in eure Arbeit. Dann haben wir jetzt 5 Minuten Pause. Um 14:30 Uhr geht es dann weiter mit dem Vortrag von Mirko Blinn. Gut, danke fürs Zuhören.